Moin, hier ist Heini. Jetzt geht das weiter mit The Hunter 2013 Deutsche Wälder. Und ich will heute jetzt mal eben Roswell-Elch, war das glaube ich, versuchen zu killen. Und ich habe heute wieder Unterstützung dabei, und zwar von den netten Rainer. Hallo Rainer. Hallo Heini, na, alle klar? Ja, hier ist alles tutti-futti, meine ich. Ja, wir können ja mal gleich über Merkel so ein bisschen ablästern oder... Nein, machen wir nicht, Gottes Willen, dann ist hier noch die Verfassung bei uns vor der Tür. Nein, aber so ganz normal wollen wir mal sehen, dass wir so ein bisschen Elche schießen oder was hast du vor, heute zu schießen? Ich werde mal sehen, was mir über den Weg läuft hier, was mir vor der Flinte läuft, denn ich werde heute mal nicht mit dem Bogen schießen, sondern... mit meiner Anschütz. Und vielleicht habe ich Glück, dass mir ein Schwarzbär über den Weg läuft. Oder, ja... Ein schönes Wildschwein, verwildertes Wildschwein, mal gucken. Kannst du die Schwarzbären eigentlich einfach, musst du die mit so einem Fall oder so was kriegen oder kannst du die einfach schon so wegballern? Du kannst die wegballern, wenn sie in deiner Nähe sind. Mhm. Aber direkt ranlocken kannst du die nicht, weil du brauchst dafür ein Fass, das musst du aufstellen, dann musst du Futter kaufen und das dann befüllen. Ja, das habe ich schon mal im Video gesehen. Genau. Aber hier, wenn ich die sehe, die Mistviecher da, ne, die Schokoladendinger da, die kann ich doch trotzdem einfach poolen, ne? Ja, so einen kleinen Gummibär kannst du ruhig nehmen, da, klar. Genau, so flupschi. Genau, cool. Ich bin schon ein bisschen am Rennen. Ich finde ganz kurz, ich weiß, man darf nicht rennen, aber ich will wenigstens eben im Wald. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Spur. Im Wald reinpacken. Du, Rainer, wir machen das so, dass unser Video ungefähr so 20 Minuten wird, nicht zu lang, nicht, dass die Leute wegrennen, ja? Ja, genau, so machen wir das da. Okay, dass du ungefähr drauf ein, sag schon, stellen kannst. Ne? Genau, jetzt haben wir 15.07 Uhr. So ungefähr, vielleicht haben wir bis dahin was. Ey, wir können ja bis dahin auch was locken. Was heißt locken nicht, sondern dass wir bis dahin eben, sag schon, auch mal Pause machen, bis wir was haben oder sowas. Genau, also ich habe jetzt schon mal ein Schwein. Ein Schwein hast also, du? Ja, also das hat gerade rangeholt, das hat die brüllt und das hat mal rangeholt, mal gucken. So schnell? Jo, ich bin gerade losgelaufen, da brüllt mir das Schwein ins Ohr. Na, hab ich mir gedacht, na, dir werde ich doch mal zeigen, wo der Kugelschreiber die Mine hat, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, wo Merkel ihre Locken hatte. Genau. Wo die Kugelschreiber ihre Mine hat. Der ist neu, den habe ich auch noch nicht gehört, ey. So, dann wollen wir mal kicken. Ich stehe jetzt wieder, ja genau, jetzt können wir ganz normal laufen. Dann bin ich mal gespannt, was wir so... Weil ich hab heute Morgen auch ein Video schon gemacht und ich war auch so ein Elchjagd oder was das war. Leider nicht gekriegt. Dann habe ich ja so einen kleinen Bambi aber in einem anderen Video. Wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr eben einen zurückgehen. Da ist auch noch so ein Video, wo ich mein Räder erledigt habe. Wenigstens habe ich mich getroffen. Ey. Also Elch habe ich heute auch schon gejagt. Entschuldigung, Rainer, wenn ich einmal noch was frage. Und zwar, da ist jetzt ein Pilz hier, ne? Jo. Der ist so bräunlich. Den nehme ich jetzt mit. Wofür ist der? Der ist einfach nur so da. Der bringt keine Punkte oder sowas. Das ist einfach nur so. Das kannst du dir da sammeln. Was soll ich damit? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich nehme eigentlich jeden Pilz mit, den ich so finde. Und ja, wie gesagt, Punkte bringt das keine. Auch kein Ems oder keine Ahnung. Nein, gar nichts. Also vielleicht haben sie irgendwas vor, mal irgendwas. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich will mir da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass es nachher heißt, hier, der Rainer, der hat erzählt, jetzt kriegen wir da was für. nee, also wie gesagt, ich weiß es nicht, wozu der Pilz gut sein soll, aber ich sammle die einfach mal, wer weiß. Ich habe ja bei euch auf deinen Channel da gesehen, ne? Wenn ihr Rainer besuchen wollt, immer eine Beschreibung, ist sein Kanal. Da habe ich ja, dass du mit den Vollprofi, wie hieß er nochmal? LP John Myers, meinst du? Oder John Patzer. Myers? Aber genau, der Patzer auch, genau. John Myers Patzer, ist ja auch gut. Ja. Schwarzwaldhirsch habe ich jetzt auf dem Weg, naja. Sag schon, Entschuldigung. Da kann man ja den baller ich den erstmal weg. Sag schon, dass ihr ein Video gemacht habt oder sowas. Wisst ihr eigentlich schon, ob irgendwie nochmal ein Nachfolgemodell kommt oder so? Also ein Nachfolger hier, 2014 oder irgendwas? Vielleicht aus friesische Wattenmeere oder so, keine Ahnung, irgendwas? Das ist wohl noch im Abklären, was nun jetzt noch kommt. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch ein nächster Teil kommen. Ich denke mal, die sind jetzt erstmal dabei, vielleicht auch ein Multiplayer zu machen, weil das ist sehr gewünscht eigentlich bei den Leuten, dass man zu zweit auf die Jagd gehen kann und wie der Pratze gestern schon sagte, super wäre, dass man dann jemanden mitnehmen kann und denen das so ein bisschen zeigen und erklären kann, was natürlich ziemlich einfacher ist, als wenn man das jetzt so macht. Ne?
klar, das ist, ne, wäre natürlich hammerprozentig, wenn das echt kommen würde. Hast du schon irgendwie, habt ihr da Informationen, dass sie dran arbeiten, oder ist das nur ein Gerücht? Das ist erstmal nur so, wie ich weiß, bloß erstmal ein Gerücht und Wünsche von den Spielern natürlich, ne? Schade, das wäre natürlich cool, wenn die das machen würden, ne? Auf jeden Fall, das ist ja richtig gut. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen, wo die Leute abschrecken, dass das Spiel nicht so, viele Leute würden das Spiel mehr spielen, wenn es Multiplayer geben würde. Ja, dann würden wir beide jetzt dieselbe Strecke nehmen, ne? Genau. Und du sagst, hier, guck mal rein, so machen wir das jetzt, ne? Klar. Genau. Guck mal hier, ich hol dir mal den Merkel-Ferkel hier ran und kannst das schießen, ne? Geil. Merkel-Ferkel, Bär, Hubschrauber. Genau. Habe ich bei dem anderen Video gesehen, ey. Da habe ich so gedacht, ey. Bär, Hubschrauber. Genau, das war meine teuerste Investition für das Event gewesen, einen Hubschrauber ranzukriegen. Hat auch super geklappt. Ja. Da habe ich eigentlich gelacht, wie die Tiere da alle nacheinander, wie die da standen. Ich dachte, war das eher dann vorher. War aber gut gemacht. Ja, das ist mir so eingefallen, wo ich dann so mein Nachmittagsschläfchen gemacht habe. Ich dachte, Mensch, ich kam einfach nicht zum Schlafen. Da dachte ich, das musst du doch mal probieren. Dann habe ich es einfach mal gemacht. War sehr aufwendig gewesen, aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, mal was anderes ist auch cool, ey, ne? Ja. Du kannst mir das Video gerne mal irgendwo schicken als Videoantwort, dann poste ich das in mein Video oder mit rein. Ja, ja, klar. Und hier, wenn ihr den Rainer besuchen wollt auf seinen Kanal, der hat auch mehrere Videos, dann könnt ihr gerne da in der Beschreibung, da habe ich diesen Kanal-Link mit reingehauen. Und wenn ich jetzt nicht weiter aufhöre zu reden, dann rutsche ich gleich hier im Berg runter. Oder, oh nee, komme ich doch hoch. Ich wollte gerade sagen, was hier, eine Schlange? Gibt es auch Schlangen? Nee. Nee, aber Ratten, wie du schon gesehen hast. Ratten, ja, genau, die wollte ich auch schon mal wegballern. Ja, ich auch, aber es funktioniert nicht. Ich wollte auch schon mal ein paar Fische schießen, aber geht nicht. Geil, Fische. Ach ja, genau, so ein Angelspiel wollte ich auch noch mal Let's Play, ne? Den habe ich auch noch hier rumfliegen. Ne? Ich kaufe mir die alle, ne? Und dann mache ich so nach und nach, mache ich das alles. Ja. Da habe ich wie so ein kleines Kind, haben, haben, haben. Genau. Und kommt so nix. Ich habe noch nicht ein Tier irgendwas gehört und nix. Ich ruf mal eben. So, komm. Ich glaube, ich bin auf der höchsten Spitze gleich auf dem ganzen Berg hier. Ja, mein Ziel ist ja eigentlich noch so einen richtig großen Elch zu kriegen. Ich weiß nicht, das Video hast du, glaube ich, auch gesehen, wo der Jäger da den Elch da schießen tut mit dem Bogen. Ja, dann hast du, Hammer, ne? Oh. Auf Meter oder zwei Meter oder was, ja, das war, ne? Nicht mal. Es waren circa 50 Zentimeter Entfernung. Oh. Also, ich hätte mir da eine Hose gemacht, ganz ehrlich. Also, im ersten Moment dachte ich, es ist ein Videospiel, aber. Wie er da mal gepustet hat, ne? Puh, ja. Puh. War echt Hammer, ey. So, wollen wir mal gucken. Ich bin jetzt auf dem höchsten Berg, glaube ich, vom ganzen Insel. Hammer. So, und hier muss ich doch irgendwas jetzt sehen, ne? Höre immer. Ja, mein Schwein will auch nicht so richtig kommen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ah, das kommt von da. Alles klar. Es ist schon auf dem Weg. Also manchmal lassen die Viecher sich sowas von Zeit. Das ist der Wahnsinn. Gesichtet. Ja, ne? Das steht direkt vor mir. Ich werde da bekloppt. Echt? Ja. So, ich will auch mal hier was sehen, ein Piratenschiff oder so. Oh, da ist ja auch eine Grafik da immer noch, ne? Das ist echt so geil, ne? Ich will mal jetzt hier so. Ich gehe jetzt ganz auf. Oh, hier war irgendwas, warte. Geh wieder zurück. Puh, Heini, das war mir jetzt aber jetzt eben schlecht geworden. Neue Spur gefunden, okay. Ziehend, okay. Wo müssen wir denn hin, mein Freund? Wieso ist hier schlecht? Den hatte ich gerade eben auf einen direkten Headshot gegeben. Auf einmal dreht er sich zu mir und brüllt mich an. Dachte, jetzt rennt er auf mir drauf zu, bevor ich nachladen kann. Aber ich habe schneller nachgeladen, wie er laufen konnte. Und ein schöner Keiler. Ich muss gleich mal ein Foto machen. Hast du schon viele Wildschweine geschossen? Ja, ich habe schon ein paar, ja. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens irgendwas schieße. Ich bin aber auf der Spur irgendwie so, was war da, so ein Hirsch oder was das war? Ein Score von 699. Das geht schon. Ja, 180 Kilo. Cool, hier haben die wieder hingeschissen. So, jetzt gestrichelt ist das hier so langsam. Cool. Ja, gestrichelt heißt, dass du schon mal in der Nähe bist. Ja. Wenn der Kreis sich geschlossen hat,
dann ist es unter 100 Meter und da muss man sich ganz vorsichtig bewegen. Ich hatte heute auch schon ein Schwein angeschossen mit der Armbrust und hab's verfolgt und der Kreis wurde immer enger. So, jetzt musst du langsam bewegen. Und auf einmal geht das rechts von mir los wie eine V1. War ja das, oder was? Ja, konnte ich wieder hinterher. Aber war nicht so schlimm, da war bloß nur knapp 30 Meter. Und dann lag er. Da würde ich ja wieder einen Herzinfarkt kriegen, ey. So, ich bin irgendwo hier so eine Lichtung, keine Ahnung, was das ist. Jetzt will ich mal sehen, vielleicht ist ja schon hier irgendwas zu gucken. Heini, wurdest du eigentlich schon mal angegriffen vom Schwein? Oder überhaupt? Nee, du dir auch, die haben Angst vor mir, wenn die mich sehen, dann sagen die verpissen sich. Auf keinen Fall. Nee, noch gar nicht. Ich habe auch immer Angst davor, weil du das erzählt hast damals in einem anderen Video, ne? Ja. Und dann denke ich immer so, mit Vorsicht gehe ich da mal ran, aber bis jetzt noch gar nicht, ey. Ne? Wo ich den Spur jetzt wieder gelassen, ist die Spur schon wieder weg. Also, wenn ich dir mal was empfehlen kann, dann sind es die Sachen, die kann man sich ja nochmal nachkaufen. Die sind so geräuschhemmend, die Schuhe zum Beispiel, die Hosen und die Jacke. Ja. Und die nehmen ja, diese Sachen, die man sich da kaufen kann, die nehmen auch den Geruchs runter. Ich habe keinen Geruchsreduzierer, jetzt wo du sagst, ey. Genau, und wie gesagt, und heute war ja mein Ziel gewesen, Tiere zu jagen, ohne Geruchsreduzierer. Mhm. Und es hat wunderbar geklappt. Die Tiere sind direkt, haben direkt fast vor mir gestanden. Die echt? Haben mich nicht, ja, die haben mich nicht, nicht bemerkt. Ein Wildschwein, also ein verwildertes Wildschwein. Weil du diese neue Klamotten hattest. Genau. Das echt? Ist Wahnsinn. Also man kann sich den Geruchsreduzierer in dem Moment dann sparen. Den braucht man sich nicht aufmachen. Was kostet so die Schuhe oder die Klamotten dann? Die Schuhe weiß ich jetzt nicht, ich glaube 60 EMs. Die Hose 80 und das Hemd, glaube ich, auch 80 EM. Und die Mütze hat man ja eh. Mhm. Aber das macht wirklich eine Menge aus. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe es heute einfach mal ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, wie sehr das wirklich den Geruch dämmt. Weil mit normalen Sachen... Boah, da steht noch ein Schwein. Hast du so gut, ey. Heini, ich habe heute einen Schweinetag. Ich merke das schon. Ich habe hier noch einen L-Stark. Ich sehe noch gar nichts, ey. Ein MTD habe ich heute. Ja, gut, direkt... Auf mir dazu. Okay, na haut ab. Was ich immer hasse, ist, dass es immer so dicht ist. Sag schon, ich sehe immer so schlecht. Aber da ist er auch schon wieder. Oh, er liegt. Wunderbar. Also die Spur habe ich zumindest noch nicht verloren. Das ist schon mal gut, ey. Hast du ihn weggemacht, oder was? Jo, das zweite Schwein. Es gibt's ja gar nicht. Wie machst du das? Ich bin hier ganz am Gucken, ey. Ich sehe gar nichts hier. So, ich gehe mal hier im Wald. Was habe ich denn hier? Vielleicht sehe ich den ja auch schon. Komm her, du Missviecher. Gönn mir doch auch mal was. Nee, leider nicht, ey. Aber wie gesagt, die Sachen, die sind wirklich so, der Wahnsinn, so. Ja. Ja, da werde ich mir immer mal gucken, ne? So nach und nach mal was holen. Mein Account geht hier bis März, den muss ich so auffrischen wieder. Mhm. Ich habe ja hier gestern mal ein Video hochgestellt, was kostet was. Weil ja auch viele Leute das Spiel... wahrscheinlich nicht kaufen, weil sie denken, die müssen viel kaufen, was ja nicht der was ja nicht ist. Ja, ja. Man muss ja nicht kaufen, wenn man nicht möchte. Man hat ja so schon eine Top-Ausrüstung, sag ich mal. Man hat ja vieles dabei. Und wie gesagt, Munition, wo ich erst dachte, Munition muss man sie auch nachkaufen, ist alles nicht. Braucht man ja nicht. Die bleibt ja immer da. Genau, ne, das ist eine gute Idee. Jetzt werde ich auch nochmal ein Video von machen. Von den Demos, die mache ich ja sowieso dann immer. Mhm. Ich habe ja auch einen neuen Spielekanal, Spiele-Demos, wo ich die ganzen Spiele vorstelle. Hm? Mit Link, immer, ne? Und die will ich so nebenbei auch im Aufbauen, ne? Ja. So, und jetzt bin ich gespannt. So langsam muss ich den aber doch einmal sehen, am Missviech, ey. Oh, ich finde hier nie was, ey. Rennst du denn immer noch? Nein, ich bin in der Hocke. Ne? Also wenn du ein Reh oder sowas hörst, dann kannst du auch den Hirschlockruf Caller nehmen. Ja. Dann musst du den rankollen. Wie gesagt, da musst du dir hinhocken und ein bisschen warten. Die kommt von ganz alleine. Das Problem ist ja, dass ich hier so dicht, ich sehe gar nichts. Ich habe nur Tannenbäume vom Kopf. Ich bin im tiefsten Ostfriesland. Das ist Teutoburger Wald hier. Ne, Teutoburger Wald ist nicht Ostfriesland, das weiß ich auch. Aber haben wir eigentlich einen Wald in Ostfriesland? Scheiße, jetzt habe ich, glaube ich, die Spur verloren, glaube ich, oder?
Ja, stimmt. So, mal gucken, was uns jetzt noch. Jetzt haben wir so eine Lichtung. Oh, da vorne sehe ich was schimmern. Da ist die Spur. Cool. Habe ich wieder gefunden, die Spur. Aber das mit dem Elch, das war der Hammer, was der Typ da gemacht hat, ne? Ja, das war absolut. Also ich weiß nicht, ob ich mir getraut hätte, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich, der Bogen wäre nach links weggeflogen und ich wäre nach rechts weggerannt. Ja. Also so sicht hätte ich den an mir nicht rangelassen. Ist schon Hammer gewesen, ey. Also ich kann ja mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, dann werde ich das mal dann in diesem Video mal posten, damit die Leute das mal angucken können, über was wir hier reden. Ja, muss mir eben geben, in der Beschreibung darf ich das nur machen, weil im Text hast du das keine Links machen, ne? Ach so, okay. So, jetzt stehe ich hier am Rand und hier muss ich doch jetzt mein Ding sehen, oder nicht? Jetzt hole ich mein Fernrohr raus. Das wäre natürlich cool, ey. So, komm. Ja, hast du den Entfernungsmesser, Heidi, oder ein Fernglas nur? Ne, ich habe nur ein Fernglas. Aha. Weil, wie gesagt, ich gehe auch viel mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Habe ich noch nie gemacht. Ja, und da kommt der Nervenkitzel erst richtig durch, wenn man so Schweine an sich ranlassen muss, die so an 20 Meter und weniger sogar an einen rankommen. Und mit den normalen Sachen, die du jetzt noch anhast, und die kommen so dicht dran, dann sehen sie dich, ja, und dann greifen die auch an, wenn man geschossen hat. Wenn es nicht gleich liegt, dann hat man da ein Problem. Ich weiß gar nicht, was die Klamotten ich nochmal anhabe, muss ich nochmal gucken. Ne? So, ich habe hier wieder die Spur aufgenommen, durch den Baumstamm. Sehr schön. Die rote Dinger werden immer näher. Kann das sein, dass er jetzt in der Nähe ist? Also wenn die immer mehr werden, ja. Also dann hast du, naja, heißt immer mehr. Wenn die jetzt immer mehr werden, musst du mal gucken, ist denn der schwarze Kreis jetzt schon da? Er hat da hingeschissen, ey. Ach so. Nee, es ist nee, gestrichelt ist er nur. Ah, kann auch sein, dass die Spuren immer mehr werden, weil du dann die Spurensuche verbessert hast. Dann werden die Spuren immer enger, wenn man als Anfänger anfängt, die Spuren ziemlich weit auseinander. Und wie werde ich das machen, dass sie dann mehr werden? Na, wenn du jetzt zum Beispiel das Tier, was du jetzt verfolgen tust, jedes Mal die Spuren aufnimmst, das levelt sich ja dann hoch. Du levelst ja dann deine Spurensuche hoch für dieses Tier und dadurch werden die Spuren auch enger gesetzt. Denn wenn du mal aufgestiegen bist, werden die Spuren auch immer wieder enger. Also das ist ganz gut. Cool, das wusste ich noch gar nicht so. Ja, wenn man, wie gesagt, frisch anfängt, hat man ja jene Spur und ich sag mal 50, 60 Meter weiter ist die nächste Spur. Und da kann man dann leicht mal verlieren. So, hier habe ich die Spur wieder. Immer noch gestrichelt. Komm, den will ich aber kriegen. Eigentlich ist die 20 Minuten fast rum. Aber den kriegen wir noch, ey. Oder? Na klar. Da werde ich eigentlich den Schwein rüber. Genau, das wäre doch mal cool, ey. Ich will auch Schwein. Ah, ich glaube, ich muss nachher mal gucken. Ich glaube, das war mein schwerstes Schwein, also mit dem höchsten Score. Echt? 699, ja. Das scheint. Ich glaube, ich bin natürlich hoch in der Liste drin. Da habe ich die Spur wieder. Zumindest bei den Freunden, sage ich mal so. Wie kann ich eigentlich Videos dabei so hunter.com posten? Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar, ja, das ist jetzt auf der rechten Seite, wenn du die Seite aufhast, hast du ein so ein kleines Dreieck. Da klickst du drauf und dann öffnet sich das Fenster von YouTube. Und da hast du zwei so eine Fenster unten drin. Ne, auf wo muss ich als erstes draufklicken? Das war auf der rechten Seite hast du auf der rechten Seite diesen orangen Streifen, der oben ist. Da klickst du mal drauf. Okay. Und Profil dann, oder wo? Ja, ja, bei Profile, genau. Okay. Und da öffnet sich das Fenster und den zweiten oder den ersten kannst du dann nehmen. Dann löscht du den alten Code da raus und machst dann von deinen Videos die letzten vier Ziffern oder Zahlen oder Buchstaben, die sind, die setzt du rein und dann gehst du auf Speichern und dann ist das Video auf deiner Seite. Ja gut, dann werde ich dann mal gucken. Ah, da kann ich dir gleich dann nochmal das erklären.
Ne? So, so langsam, ja, wäre cool. So langsam kann das mal gestrichelt werden, dann kriege ich Plack hier. Ich hoffe, der rennt nicht schneller, wie ich laufe. Das kann durchaus sein. Also, wenn ich einen Elch verfolge, der so wirklich vor sich hintraben tut, dann ist der auch. Gerade? Ist der auch schneller wie ich. Super. Ey. Guckst du gerade dieses Video an? Ich? Ich höre dieses Bumpf, diese Bumpf. Nee, nee. Ey. So, jetzt habe ich ihn gerufen. Naja. Und gut dran, alles klar. Jetzt ist er wieder weg. Da vorne ist dieser Punkt wieder. Also die Spur habe ich noch nicht verloren. Jetzt habe ich es gehört. Warte mal ganz kurz. Nochmal rufen. So, hier der Geräusche gemacht. Okay, so. Ganz langsam hinlaufen. Manchmal zeigt er mir an, vor wo der Ruf kam. Dann siehst du kleine Kreise da, ne? Ja. Manchmal nicht, so wie jetzt nicht. Wieso kommt das? Wieso ist das dann so? Dann hast du zu spät drauf gedrückt. Achso. Dann hast du zu spät drauf gedrückt. Oh, der fahr schon wieder jetzt in eine ganz andere Richtung jetzt wieder ein. Oh nee, du. Ich geh schräg einen Berg hoch. Da vorne wird das ein bisschen lichter. Vielleicht sehe ich ihn da ja gleich stehen, ey. Da sehe ich sie da seinen Haufen. So, komm, mein Junge. Da ja sein Haufen wieder gekackt. Wieder eine Wildschweinspur. Ich hatte gerade eben einen Truthahn gehabt. Hat mir erschrocken, weil er sich so aufgebläht hatte. Das sah aus, als wenn da ein Bär liegen würde. Aber es war ein Truthahn, aber den habe ich nicht gekriegt. Ach man, hoffentlich. Jetzt bin ich wieder an so einem kompletten Hang. Es ist immer schwer, wo der jetzt lang gegangen ist. Ey. Der kann ja nicht so runterlaufen. Ey. Der wird ja auch. So, aktuelle Spur verlassen. Ja, super. Jetzt habe ich aus Versehen verlassen gemacht. Der kam da hinten her. Scheiße. Oh, ich habe schon wieder ein Schwein hier. Das gibt's ja gar nicht. Oh, das ist direkt vor mir. Wollen wir einmal rufen? So, nochmal. So, komm, mein Junge. Gott, die gleich holt. Kann ich auch einen Berg runterfallen? Nee, eigentlich nicht. Oha. So, ruf normal hier. Komm, Böck. Das ist auch eine geile Grafik, ne? Ja, also die Grafik ist wirklich absolut Wahnsinn. Das Wetter hoch, wenn das Wetter umschlägt. Wirklich. Einwandfrei. Schon Hammer, ne, ja. Oh, komm. Ich will ihn jetzt nochmal kriegen, ey, jetzt zum Schluss nochmal. Jetzt habe ich die aktuelle Spur. Wenn ich eine aktuelle Spur verlassen habe, dann kann ich die eigentlich wieder aufnehmen, die vorletzte. Ja, musst du dann da wieder hingehen. Okay, wenn ich mal wüsste, welcher das war. Tja. Naja, ich habe wieder Pech gehabt, wie immer. Dafür bist du ja der Profi. Ich bin nur der Lehrjung. Jo. Ich gehe mal auf die Straße. Ich habe letztens ein Video gesehen. War das du das nicht? Wo das Tier auf der Straße stand, wo ich sagte, was hast du? Der kommt auf ihn zugelaufen. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das
weiß ich jetzt nicht genau. Ne, egal. So, Rainer, vielen Dank, dass du mitgemacht hast wieder mit Let's Play. Jo, nicht zu lang, Rainer. Let's Talk sozusagen. Ja, genau. Jetzt halt wieder, ne? Genau. Und an die ganzen Zuschauer, ihr könnt euch, in der Beschreibung ist ein Link zum Rainers Kanal. Ihr könnt eben kommentieren, wenn euch das gefallen hat, ne? Ich habe heute ja leider nichts geschossen, weil ich wieder zu schusselig bin. Typisch, ich habe immer nur Pech. Ich glaube, die... weiß ich auch nicht, was hier los ist bei mir. Ne? Also, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne eben Kanal abonnieren oder einen Kommentar da lassen, würde mich freuen. In der Beschreibung ist ein Kanal nach Rainer hin, zu Rainer hin, egal wie der Haten da, ne? Also, jo. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis dann. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Tschüss. Tschüss.